Benny, 20 Meter voraus, nächste Stellung, Panzermarsch, langsam. Bei Schweinestall, 200 Meter, Feindpanzer, Kailan. KE getastet und Feuer getastet. Der Turm ist ausgefallen. Chef, ich glaube, der Motor ist aus. Das Ferry ist ausgefallen. Was machen wir denn jetzt? Ausbooten! Wo ist der Fahrer? Kenny müsste, glaube ich, auch gleich rauskommen. Oh. Ich glaube, Kenny kommt nicht mehr. Ich gehe mal gucken. Oha. Oha. Oh. Der ist ja wirklich hin. Aha. Ja. Ah, guck mal, was er dabei hat. Nicht schlecht, er hat vorgesorgt. Einmannpackung. Typ 1. Das ist sozusagen die Einmannpackung, das namensgebende Teil für alle E-Pass. Und das gucken wir uns doch heute mal an. Genau, wir sind ja jetzt schließlich arbeitslos geworden, da haben wir jetzt Zeit. Ja, hier. Die brauchen wir nicht mehr. Halt die Ohren steif. Ah, endlich mal sitzen. Ganzen Tag gelegen. EPA, Einmannpackung, Typ 1. Die meiste Erfahrung hast du damit. Ja, tatsächlich schon. Ich denke, auch jeder, der bei der Bundeswehr war, der kennt die Dinger in- und auswendig. Der Unterschied zwischen Typ 1, 2, 3, 4, ich glaube 5 und 6 gibt es bestimmt auch noch, ist tatsächlich die Hauptmahlzeiten. Und vielleicht auch das Getränkepulver und was in so einer kleinen Wurstasiette drin ist. Es ist nicht wirklich fulminant anders, sondern es variiert halt ein bisschen von den Gerichten her. Interessanterweise, wenn man auf eine Übung ist, man müsste ja meinen, es gibt ja so 6 oder vielleicht sogar 8 Typen, also es gibt relativ viele Typen, aber man kriegt immer so maximal in einer Gruppe 2 Variationen. Also viel Auswahl ist meistens nicht, wenn man die Dinger mitkriegt. Nachdem wir ja nur schon ein paar EPA-Videos gemacht haben, mit EPAs anderer Nationen, die gar nicht EPA heißen, dachte man, jetzt ist mal das richtige EPA dran. Und wir gucken mal rein, oder? Mhm, machen wir mal. Haben wir hier ein Verfallsdatum? Ist das hier? Kein. 01.10.03, kann das sein? 2003? Kann sein, muss nicht sein. Weiß guck mal rein, vielleicht haben wir es. Eigentlich ist da noch ein Zettel mit drin, da steht das, glaube ich, drauf. Ah, oho. Wir sehen erstmal, es ist. Der Platz ist gut ausgenutzt. Ja, das auf alle Fälle. Ich könnte jetzt mal ganz kurz vorlesen, was alles drin ist. Fertiggericht, Brot, Keks, Brotbelag, Zwischenmahlzeit, Konfitüre, Kaffee extra, Tee extrakt, Zucker, Kaffee weißer, Salz, Frucht, Getränkepulver, Schokolade, Kaugummi, Wasser, Aufbereitungstabletten, Mehrzweckpapier, Erfrischungstuch, Streichhölzer. Essen. Essen. Nahrung. Und es ist Zubereitungshinweise für Fertiggerichte. Möglichst in noch geschlossenen Behälter in heißem Wasser, zum Beispiel in Kochgeschirr, erwärmen. Im heißen Wasser. Gut, interessant. Ist hier heißes Wasser dabei? Leider nicht. Ich würde sagen, wir gehen es einfach mal durch hier, gucken uns kurz an. Wir haben hier viermal, geht direkt oben los, viermal Fantasie. Ja. Ist das die Langform von Fanta? Oder ist das die vorgestellte Form von Fanta? Fantasie. Naja, das Fantasie ist ja, ja Fanta. Getränkepulver zur Herstellung eines hypotonischen Kaltgetränks. Was ist denn hypotonisch? Na, wahrscheinlich ist das wie isotonisch, bloß noch mit mehr Zucker. Wir haben zweimal Exotik, zweimal Grapefruit. Ja, viele sagen, Exotik ist das Wahre. Exotik ist das Wahre. Ich muss aber sagen, mir schmeckt beides nicht. Hier, du kriegst Grapefruit. Toll. In 400 Milliliter. Naja, wir machen gesunde Mischung. Eine gesunde Mischung von 50 Milliliter. So, wir haben natürlich jetzt solches Pulver, es ist klar. Haben wir ja auch schon in anderen ähnlich gehabt. Und machen hier einfach einen Schluck dran. Oh, hier. Mit Spinnenbein. Mit Spinnenbein.
War das jetzt in der Tüte drin, oder? Ich weiß nicht, einfach nur ein Stück Ast. Das Wasser. Das Wasser ist klar, natürlich. Ich wollte gerade sagen. Und der Behälter nicht. Ich wollte gerade sagen, hast du das mit deinem Wasserfilter? Einfach rein? Ja, einfach rein, machst du voll. Voll? Ja, reicht. Das müsste in etwa auch die Mischung entsprechen. Ich habe nicht alles reingemacht. Ich denke mal, das sind hier jetzt so 250, 300 Milliliter. Ein bisschen mehr als die Hälfte habe ich reingetan. Leider fehlt mir ein Bundeswehr-Kochgeschirr, eine Bundeswehr-Feldflasche und so weiter. Bundeswehr-Essgeschirr, sowas habe ich gar nicht in meiner Sammlung. Damit kann ich nicht dienen. Ich nehme tatsächlich als Überlebenskochgeschirr nämlich mein Bundeswehr-Kochgeschirr. Okay, aber also, jetzt muss ich dich fragen, gekauft. Die Bundeswehr gibt das alles aus. Du kriegst ein Besteck. Du hast ein Essbesteck dabei. Da ich meine Panzerkombi anhabe, habe ich es leider nicht dabei. Ich kann dir da. Es liegt noch im Panzer. Liegt noch im Panzer, ist verbrannt. Genau. Und das ist mehrteilig, aber das kennen wir. Das braucht man nicht vorstellen. Ist das dieses dreiteilige im Dosenöffner, oder? Genau, in dem Sinne dann vierteilig. Ja. Und Kochgeschirr kriegt man ganz normal. Und eine Feldflasche, ich weiß gar nicht, wie die Bundeswehr-Feldflasche aussieht. Na, ist halt ja meistens in einem Bezug drin. Und ist eine normale Alufeldflasche mit so einem größeren Deckel. Was dann so zylindrisch aussieht, so ein bisschen im Ganzen. So ähnlich wie die Ami-Feldflasche. Ja. Also, das hier ist einfach ein, sieht man das, eine orange Brühe geworden. Deine ist gelb-grün. Hm. Farben, die Appetit machen. Ah. Es ist gut, um Wassergeschmack hinzuzufügen. Ja, ist jetzt nicht der Kracher. Und wie gesagt, es ist süß, es ist, hat, das schmeckt hypertonisch. Exotik ist auch das. Fruchtig, würde ich sagen, aber nicht eindeutig zuzuordnen. Also ich meine, wenn man es weiß, weiß man, dass das Grapefruit ist. Gut, haben wir ja was jetzt. Aber es schmeckt nun mal recht und natürlich. So, womit machen wir denn weiter? Machen wir mal mit den ganzen Kleinigkeiten, oder? Dreimal Zucker. Mhm. Kannst du jetzt, wenn dir das Getränk noch nicht süß genug ist, kannst du es reinfügen. Einmal Salz. Wenn dir das Getränk nicht salzig genug ist, könnt ihr das noch hinzufügen. Ja. Ein Streichholzbrief. Kaugummi. Oh. Tatsächlich unterscheiden die sich immer, je nachdem, wann man das EPA. Was ist jetzt hier drin? Was? Stimorol. Stimorol, wer kennt's nicht? Ja. Der gute Stimorol. Ja, oft beworben, selten gekauft. Müsst ihr gleich ein? Ja. Also, ich kenne das, früher waren die aber auch in so einer Tüte, oder? Ja. Ich kenne also, das noch in so einer Tüte. Ich finde, Stimorol klingt wie eine geile Zahnpasta. Ist ja auch, erfüllt ja denselben Zweck. Ja. Nach der Limo. Oh. Erstaunlicherweise weich, wenn man beißt. Es ist halt ein kommerzieller Kaugummi. Ja, Pfefferminz-Kaugummi. Ich habe noch nichts mit einem Datum gesehen. Hier. Oh. 2009. Produziert. Produziert? Ja. Das ist ja alles im grünen Bereich. Ich denke auch. Was haben wir noch? Zweimal Kaffeeweißer. Zweimal Kaffeeextrakt. Machen wir dann, denke ich, noch ein. Zweimal Tee-Extrakt. Das sieht im Prinzip fast genauso aus. Ja. Warum eigentlich? Warum hat die Bundeswehr eigentlich Tee-Extrakt, während alle anderen einfach einen Teebeutel reinpacken? Das ist bestimmt viel komplizierter. Es ist teurer. Wir haben den Schokoladenbarren. Ja, damit kann man auch jemanden hier. Bam. Also die ist hart wie Sau und die wird auch nicht weich. Die kosten wir doch gleich mal. Das ist so eine Schokolade, wenn ihr euch ein EPA kauft, die könnt ihr für eure Frau da lassen. Wenn sie Kuchen weckt, kann sie da sehr gut Schokoladenraspel draus. Das ist so wie solche Blobschokolade, immer weiß. Aber das ist ja in anderen EPAs ähnlich. Da ist ja auch so sehr dunkle, sehr starke Schokolade. Das sieht deutlich besser aus. Die ist top. Ja, trocken, grünlich. Ja. Ist halt Schokolade, wie sie eigentlich sein müsste. Die Kekse, oder? Ja, Kekse. Immer zu den Keksen kommen. Ja, das ist gut. Das kennt er? Kennt er das? Wenn er es nicht kennt,
Dann lernt das jetzt kennen. Das ist im Prinzip Chlor. Genau. Wasseraufbereitungstabletten. Und da steht sogar was ganz Gutes darauf und ich würde es einfach mal vorlesen, weil das eigentlich, da braucht man nicht so viel rumlabern drüber. Nicht einnehmen, also nicht direkt einnehmen, es ist ein Behilfsmittel. Nur verwenden, wenn es nicht möglich ist, das Wasser zu kochen. 2 Tabletten in 1 Liter Wasser durch häufiges Schütteln lösen, ca. 20 Minuten einwirken lassen, erst dann trinken oder für die Zubereitung von Getränken verwenden. Rest innerhalb von 24 Stunden verbrauchen. Also hier handelt es sich um ein absolutes Notfallmittel, ja. Um halt räudiges Wasser trinkbar zu machen. Ja. Ich denke mal, ich habe es tatsächlich nie ausprobiert, weil wir durften das in dem Sinne auch nicht. Ich denke mal, weil das ja, wie gesagt, ein Notfallmittel ist. Wirklich gesund ist es nicht, Chlor zu trinken. Nee, weil das alles, was es dort drin abtötet, tötet es ja natürlich auch im Magen ab. Aber ich denke, wenn man das hier mit sowas hier mischt, dann wird es erträglich. Schmeckt sich mir ganz so nach Schwimmbad. Ja. Man müsste es mal testen, ob es so ein Schwimmbad-Aroma bringt. Na, eigentlich könnte man das mal machen. Könnte man mal machen. Ja, 0,5 Liter, 1 Tablette. Also hier drin ist, ich habe es auch noch nie ausgepackt, so eine kleine, riecht noch nichts. Hauen wir da rein. So. Also durch häufiges Schütteln lösen und 20 Minuten dann einwirken lassen. Naja, kaltes Wasser und eine kalte Tablette, aber wenn man die Möglichkeit hat, das Wasser warm zu machen. Die Tablette wäre warm. Das würde viel schneller gehen. So, Hartkekse, auch die sogenannten Panzerkekse. Sind relativ geschmacklos. Machen wir mal auf, oder? Dafür sind wir hier. Ja. Das Problem ist, ich habe da immer so einen Geiz bei sowas. Wenn man weiß, man braucht nicht das ganze Epa auf, dann lasse ich die Verpackung zu, damit ich einfach das lagern kann. Ihr seht da, wie die eingepackt sind? Die kommen nicht dran an die Kekse des polnischen Epas. Die schmecken natürlich nach. Die schmecken wie so ein Butterkeks, aber mit weniger Butter. Treuch. Ja, das Problem ist, je älter die werden, desto ekliger sind die. Weil die haben jetzt schon so einen leichten. Weißt du diesen Geruch? Die riechen ein bisschen nach Lager. Genau, und das wird tatsächlich, je älter die sind, wird das richtig übel. Tranig. Ja. Aber na, ich denke auch, die sind garantiert auch mit Butter oder sowas gemacht. Wir können uns das ja hier mit verschiedenen Belägen. Die müssen wir öffnen. Die hat ein Loch. Oh nee. Das wird gut. Wir fangen erstmal mit den süßen Brotaufstrichen an. Ja. Reicht einer, oder? Wir haben schwarze Johannisbeere und wir haben Aprikose. Ich würde sagen, wir nehmen schwarze Johannisbeere. Ja, tatsächlich wäre das auch meine Wahl gewesen. Wobei Aprikose ist auch lecker. Aber ich meine, es ist beides Marmelade. Da brauchen wir jetzt hier nicht rumdoktern. Hol mal raus. Also es ist auch ganz normale Marmelade. Kann man sich jetzt aussuchen, ob man das hier drauf oder auf das andere macht? Wir haben das andere ja auch gerade noch gar nicht gezeigt. Nee, deshalb sage ich ja. Aber das andere ist eher herzhaft. Kann man aber natürlich alles kombinieren, wie man es möchte. Also ist eine sehr süße Marmelade. Aha, eine normale Industriemarmelade. Also ist keine Marmelade, eher so ein Gelee fast. Ja, genau. Also es sind keine Früchte drin. Es ist ja wirklich nur das Gelee. Das ist aber bei tatsächlich allen ist gut. Marmeladen. Bei Konfitüre nennt sich das ja, keine Ahnung. Ich kenne immer den Unterschied zwischen Konfitüre, Marmelade und wie auch. Und da gibt es ja, glaube ich, noch was anderes. Ja, also man kann eigentlich schon sagen, die Kekse sind so für die Marmelade. Man kann die aber auch für alles nutzen. Man kann auch Schuhcreme drauf machen und das als Packel nutzen. Das ist ja auch was Interessantes. Roggenschrotbrot geschnitten. Die meisten Leute würden das, glaube ich, Pumpernickel nennen. Das Coole ist, es ist hier so eine Dose. Erstmal ein Schluck Exotik. Also das ist ja eine ganz normale Konservendose mit einem Plastedeckel, den kann man dann wieder drauf machen. Muss man natürlich aufpassen, man muss das auch innerhalb von 24 Stunden essen. Wenn man das hier drauf macht und dann, wie es sich 2-3 Tage stehen lässt, dann wisst ihr ja, wie es da drin aussehen würde. Pelzig. Dazu kommen wir gleich noch. Jetzt kommt's Beste. Und zwar 3 kleine Wurstkonserven. Genau, eigentlich ist es schon wieder lächerlich. Es ist halt 3-mal Bierwurst. Es gibt dann hier auch noch...
Ich glaube, es gibt, also es gibt Leona oder wie auch immer man diese Wurst denn nennt. Dann gibt es, glaube ich, hier sowas wie Kassler oder sowas oder irgendwie so Leberwurst, weiß ich nicht. Also es gibt mehrere Arten. Aber das ist jetzt einfach dreimal dasselbe. Warum haben sie nicht dreimal andere Sachen reingemacht? Da reicht es ja, wenn wir eine aufmachen und zwar die. Hier ist das Problem. Das besteht nämlich bei jedem Ehepaar. Hier hat es ein Loch reingestochen. Das ist ein bisschen ausgelaufen. Und wir gucken mal, wie es innen aussieht. Ich hoffe, es ist einfach nur ausgetrocknet. Ja. Uiuiui. Oh, so muss es aussehen. So sieht's aus. Und riech mal dran. Das riecht schon äußerst tranig. Ja. Das ist natürlich eine Niete. Das ist schade, wenn man sowas dann erwischt. Aber... So ist das Leben. So ist das Leben. Meiner Freundin geht's da nicht anders. Ja, die Wurst ist sehr bekömmlich. Ich denke, die haben keine Butter oder mehr was drauf gemacht, weil diese Dinger einfach so zerbrechen hier. Das ist halt schon ein bisschen ledrig. Ja. Kann man das hier... Ach, das ist gar keine Streichwurst in dem Sinne. Nee. Nee. Das müsstest du klein schneiden. Also das ist ein bisschen doof auf den Punkt, Manike. Finde ich eigentlich schade, weil die NVA hatte ja zum Beispiel richtiges Dosenbrot und das war normales Roggenmischbrot. Echt? Waren das dann auch so kleine runde Scheiben oder? Nee, das musstest du selbst. Ach, das war am Stück? Ja, genau. Und das musstest du irgendwie aus der Dose kriegen. Aber falls ihr noch ein NVA-Epa habt. Ja, oder die. wenn ihr noch dieses Brot habt, dieses Dosenbrot von der NVA, können wir auch mal ausprobieren. Ja. Also die Bierwurst schmeckt gut. Das Brot ist natürlich herzhaft, die Wurst auch. Mhm. Mhm. Ja, schön, wenn es hier irgendwie Butter gäbe. Ah gut. Sowas wie Butter fehlt halt. Die haben sowas nicht reingemacht, einfach weil tierische Fette dazu neigen und dann irgendwann, oder generell Fette neigen, tranig zu werden. Jetzt muss ich mal fragen, gibt es bei der Bundeswehr noch eine Butterdose? Nein. Nee. Gab es ja aber auch früher. Ja. Da haben die ja bestimmt die Butter extra gekriegt oder halt das Margarine, ja. Sowas. Also man muss aber auch dazu sagen, das EPA ist ja jetzt nicht die normale Feldverpflegung. Es ist schon vorgesehen in der Bundeswehr, dass man auch von der Feldküche bekocht wird. Im Einsatzfall oder im Bündnisfall. Und das ist ja wirklich nur, wenn du zum Beispiel, wenn klar ist, du gehst auf einen Einsatz, also zum Beispiel eine Spähoperation oder weiß ich, irgendwelche Fernspäher weit hinter den Linien, einfach, dass sie 4000 Kalorien so mit sich schleppen. Ist das für den ganzen Tag? Ja. Das ist eine 24-Stunden-Ration. Ja. Und es müssten so 4000 Kilokalorien sein. Überleg mal, mit welchem Platz die deutsche 24-Stunden-Ration klarkommt. Möchtest du noch was? Nee, ist. Ja. Vergleich mal mit den anderen recht großen Paketen. Die waren immer irgendwie mehr. Da war mehr drinnen. Aber auch Quatsch zum Teil, irgendwelche Becher und Löffel und Quark. Also ja, das Brot, wie gesagt, das kann man sich in dem Sinne auch nachkaufen. Für mich wäre schöner gewesen, wäre das so eine Art Mischbrot gewesen, weil das würde sich genauso in den Dosen halten wie das Pumpernickel hier. Es ist schon relativ krümelig, ja. So vom Essen her. Nicht schlecht, kann man mal essen, aber ich würde es nicht. Ich wäre jetzt nicht scharf drauf. Kommen wir zum Mittag. Haben wir zwei Hauptgerichte. Eins für Mittag, eins für abends. Oh, sogar ganz gute Sachen. Indische Reispfanne mit Geflügelhacksteaks. Ravioli mit Champignonsauce. Mhm. Und hier können wir gleich mal sagen, die Dinger gibt es natürlich auch so im freien Handel. Genau, also zum Beispiel. Meistens von der Firma Bus. Ja. Wenn mich das nicht irrt. Also von Bus müssten auch die sein, weil das ist exakt dieselbe Verpackung. Mhm. Und auch gibt es dieselben Gerichte. Ist wahrscheinlich nur eine Vertriebsfirma oder sowas, weil hier steht Hertha GmbH. Das hier ist dann sozusagen, Ravioli in Champignonsauce ist dann Jägertopf, glaube ich, im Laden. Das könnte sein. Indische Reispfanne mit Geflügelhacksteaks. Ist auch irgend sowas. Ja. Ich würde sagen, es würde sich auf jeden Fall besser, wenn wir das machen, weil das, hört man das? Das ist flüssiger Inhalt. Das ist fest. Wir müssen eigentlich alles machen. Wir müssen alles machen, stimmt. Aber wie macht man denn das jetzt warm? Ihr bricht einen Esbit-Kocher. Und Esbit. Glücklicherweise liegt das alles in dem Rucksack, den hier jemand zurückgelassen hat. Hier.
Oh, kein Bundeswehrkocher. Ich habe keinen Bundeswehr-SB-Kocher. Ich habe hier so einen alten russischen. Aber die sind der Unterschied sollte nicht vorhanden sein. Genau, wir stellen ja hier keine Bundeswehr. Da habe ich Bundeswehr-SB. Hier, guck mal, wie vergilbt das schon ist. Ich würde es jetzt nicht so machen, wie es in der Anleitung steht, sondern ich würde das so machen, wie wir das immer machen. Genau, so wie ich das in meiner Grundausbildung am praktikabelsten empfunden habe. SB-Kocher, SB-Tablette, die kriegt man separat, oder? Wie ist denn das? Also normalerweise hast du beim Bundeswehr-SB-Kocher, und ich denke, bei dem wird es genauso sein, genau den, wo ist denn das jetzt hinter uns ist? Okay. Genau den Platz, ja, das theoretisch um das hier reinzumachen. Und deswegen hast du immer hier so ein Ding dabei, und dann musst du halt vorher zum Spieß gehen, dass du eine volle Packung hast, wenn du meinst, du brauchst so viele. Und ja, man, der Spieß ist dort die Anlaufstation. Finde ich ganz interessant, weil wir haben ja gesehen, die ganzen modernen EPAs haben das mittlerweile alle mit drin. Ja. So ein Kocher und Essbild und irgendwie irgendeine Möglichkeit, das warm zu machen. Ist mittlerweile überall schon vorhanden. In Deutschland muss man dafür extra nochmal einen Antrag schreiben. Ist doch so. Ja. Wir testen heute den Streichholzbrief. Genau. Wasserdicht verschweißt. Ach, hier so, mit so. Ja. Hätte noch Bundeswehrwerbung drauf sein eigentlich. Hier könnte Ihre Werbung draufstehen. Abonniert Urlaub Entertainment. Genau, man kann das ja mal in die Kamera halten, wie billig sowas gemacht ja, ist. Ja, also es ist wie so ein ganz normales Werbestreichholzbriefchen. Wir brechen kriegt mal man das auf. Überhaupt noch in dieser Qualität? Weiß ich nicht. Wir gucken mal, ob wir es damit ankriegen. Scheiße. Aber gleich beim ersten Mal. Genauso gut wie unser Panzer. Das Ding brennt. Ja, sollte. Und jetzt einfach drauf. Das ist aus seiner jahrelangen Praxiserfahrung mit diesem Quark hier. Genau, also man lässt es zu, man stellt es einfach drauf. Gerade hier alles, was flüssig ist. Es gibt zum Beispiel Hamburger-Patties, das gibt es übelst selten, die hätte aber jeder gerne. und die sind auch in Tomatensauce, und das ist halt wirklich einfach gemacht. Du nimmst dann, wenn das hier ein bisschen erwärmt ist, am besten zieht man sich Handschuhe an, und dann schüttelt man einfach durch, dass die warme Soße, die am Boden ist, an einen anderen Fleck kommt, das ein bisschen umschüttelt ist. Genau, aber ich habe ja sogar noch Handschuhe mit. In der Beintasche. Ja. Wie so ein echter Profi. Tja. Ich könnte dir ja zeigen, was ich. Ist Bundeswehr? Das ist alte Bundeswehr, ja. Gibt's aber, glaube ich, zwischenzeitlich wieder als moderne Bundeswehr. Weil es gab ja dann die Gefütterten mit Flecktarn, und die empfanden ja alle dann im Sommer gerade ein bisschen blöde. Was hat ein Panzersoldat noch mit? Jedenfalls die guten, das machen aber relativ wenige. Aber hier einen 17er Schlüssel. Was ist der 17er, den ich immer genommen habe, oder den 19er? 19er. Tja, wisst ihr, für was der ist? Um die Luke aufzuschrauben? Nee. Um die ganzen Staufächer aufzumachen. Echt? Ja, die sind ja, die haben ja jetzt hier kein Hebel oder sowas, sondern das ist hier so eine quasi so eine Mutter. Keine Ahnung, ich war noch nie in einem Panzer. Doch, du warst schon mal in einem Panzer. Genau, und dann habe ich noch sowas mit. Also zwei Muttern und eine Schnur, die ein bisschen umwickelt ist hier. Aha. Ist das als Lot für irgendwas? Nein. Wofür ist das? Schreibt es mal unter die Kommentare, und bin mal gespannt, wie viele Panzermänner unter euch sind. Ist die Tablette schon aufgelöst? Die Tablette hat sich tatsächlich aufgelöst, die ist weg. Ich muss jetzt nicht einwirken, weil ja nichts drin ist. Das stimmt. Ich würde das mal riechen ab. Es riecht schon wie Schwimmbad. Ein ganz kleinen Hauch von Chlor hat es schon. Ja, aber wenig. Wenig. Also kann nicht so viel sein. Ich meine, wenn ihr irgendwie im Schwimmbad baden seid, dann automatisch verschluckt man auch Wasser. Ja. Und da ist und das Schwimmbad mehr Pisse drin als alles andere. Im Schwimmbad ist auch noch keiner gestorben. Ich habe jetzt noch einen ganz kleinen Schluck genommen. Also schmeckt man nicht raus. Es riecht ganz leicht, aber man schmeckt es nicht raus. Nee. Ja. Also ich muss wirklich sagen, es schmeckt in meinen Augen fast weniger chlorvoll als das Leitungswasser in den USA oder in den Ländern, die das Wasser mit Chlor versetzen. Echt? Machen die das? Südliche Länder machen das oft, ja.
Also natürlich muss man aufpassen. Hier ist es schon leicht aufgegangen. Das ist das Zeichen, dass es gut ist. Ja. Ich kann halt den hier mal zur Seite stellen. Genau. Das Schöne ist, wenn es warm ist, dann löst sich eigentlich in der Regel der Deckel auch ein bisschen besser. Oder auch nicht. Wie wir sehen, es ist nicht die normale Jägerpfanne, die man im freien Handel kriegt. Es sieht anders aus. Komplett anders. Jetzt frage ich mich, ist das bei allen Gerichten so? Keine Ahnung. Die Ravioli sind natürlich hier mit so einer fleischähnlichen Substanz gefüllt. Soll das in eine Champignonsauce sein? Ja. Die schmeckt einfach nur nach Tomate, wenn du mich fragst. Tomate und Champignon, wer kennt die Kombination nicht? Es ist auch wenig drin, es ist übelst flüssig, oder? Ja. Ungewohnt. Ich habe ein Ravioli, du hast ein Ravioli. Es sind 6 Raviolis drin, so wie ich das gerade einschätzen kann. Fakt ist, das Erwärmen hat super funktioniert. Ja. Auf die Art und Weise, auch wenn es nicht so vorgegeben ist. Und es schmeckt nicht schlecht. Ja, man kann es essen. Also ist eine gute Konserve, sage ich mal. Ja. Es schmeckt gefällig. Dann würde ich jetzt zwischendrin mal kurz. Jetzt hat man ja doch Lust auf so einen Kaffee. Da haben wir noch Tee-Extrakt. Hast du leer? Nee. Dann gleich. Ich würde mir einfach. Ich glaube, ich habe hier noch. Aha! Ich habe noch passend einen schwedischen Faltbecher. Da mache ich mir jetzt einen Kaffee drin. Sehr zu empfehlen. All die Dinger sind echt praktisch. Ja. So, wir machen mal hier so einen Kaffee-Extrakt. Ihr habt es vorhin schon gesehen. Da ist halt einfach. Ja, so ich sag. Kaffeegranulat. Und ich werde tatsächlich einen Tee-Extrakt machen, würde ich sagen, ne? Ja. Hier seht ihr das. Das ist wie dieser Krümelkaffee, den es auch gibt, nur noch zermahlen. Wenn wir einmal dabei sind, kommen wir gleich noch einen Kaffeeweißer mit rein. Das Schöne an den Tüten ist, die sind halt vorperforiert. Und ja, das lässt sich ganz gut bedienen. Oder auch nicht. Kaffeeweißer ist stinknormaler Kaffeeweißer. Sieht mal. Hast du ein Messer mit? Nee. Du kriegst das schon hin. Und weil ich so ein süßer Typ bin, hau ich gleich noch Zucker mit rein. Habe ich die Kuchen gerade eben gelobt? Ganz normaler Zucker. Kriegst du es hin? Ja, ich habe es hingekriegt. Tatsächlich, der Tee-Extrakt ist fein gekrümelt. Also es ist kein Krümeltee, sondern wirklich feines Teepulver. Ja. Wahrscheinlich, damit es sich vollständig auflöst und man im Gegensatz zu einem Teebeutel keinen Müll hat. Außer diese nicht verrottbare eingeschweißte Tüte. Der Entwickler hat immer gestört, dass man diesen ganzen scheiß Teebeutel immer mit runterschlucken muss. So, dankeschön. So. Und da man jetzt, normalerweise macht man natürlich in seinem Kochgeschirr, hier, in seinem Kochgeschirr, auf dem Essbittkocher das Wasser heiß, aber da wir ja hier in der Etappe sind, habe ich einfach heißes Wasser in einem Wasserkocher gemacht. Oh, dankeschön. Vorsicht, es tropft. Ja, das ist kein guter Wasserkocher. So, ich werde tatsächlich mal den Zucker ausprobieren, ob der auch wirklich noch... Ich hab auch welchen dran. Ist das Kaffee mit Zucker? Hast du die komplette Zuckertüte reingetan? Ja, natürlich. ich hasse das. Das ist die bessere Alternative zum EPA. Ja. Schmeckt halt wie Krümelkaffee. Kaffeeweißer und Zucker machen das halbwegs erträglich. Also meins schmeckt auch hier wie dieser ganz normale Schwarztee. Und tatsächlich hat die halbe Zuckerpackung nichts gebracht. Also schütten wir die. Deshalb macht man die ganze ran. So. Ein laues Lüftchen. Und bei dir hat es ja trotzdem ganz gut funktioniert. Ja, man muss halt aufpassen. Man muss halt aufpassen. Man muss halt aufpassen. So, beim dritten Mal klappt es immer. Das ist ein altes Sprichwort. Von wem? Weiß ich nicht. Kennst du das nicht? Alle guten Dinge sind drei vielleicht. Mach einfach mal. Du bist hier Hauptmann.
Du musst ja wissen, wie das geht. Ich habe immer ein Feuerzeug dabei. Echt ein verkommenes Subjekt. Versuch Nummer 5. Reicht dann so ein ganzer Streichholzbrief überhaupt für einen wie dich? Hier, jetzt mal ganz ernsthaft. Ich bin ja Panzermann, ne? Es gibt einen ganz einfachen Trick. Man hat die Ölwartungsklappe auf der Motorabdeckung, ne, auf dem Topdeck. Die öffnet man mit dem 17er Schlüssel. Und da stellt man das einfach rein, wartet 10 Minuten und es ist wunderschön warm auf 80 Grad. Das hier? Ja. Ins Öl? Oder nein, in den Motorraum? In den Motorraum. Jetzt hier. Wie viel der Versuch? 5. Nur 5 Versuche! Und es ist sofort an. Oder auch nicht. Man kann es noch versauen, keine Angst. Versuch Nummer 6. Guck mal, du hast schon eine Reihe ist schon fast weg. Na, nur fast. Eins habe ich weggenommen. Das zählt nicht. Aber dir war es windstill. Ja, ja, na klar. Ich war ja nicht draußen. Jetzt aber. Beim ersten Versuch. Im Wasserbad machen wir das jetzt. Wir haben ja noch ein bisschen vorgeheiztes Wasser. Das wird aber nicht reichen. Wie viel Wasser braucht man dann, um so ein Ding hier zu machen? Ist ja hier nur. Ist das für so rein? Nee. Nö, ich glaube. Guck mal, wenn wir das hier einklappen. Ich glaube, das wird dann immer noch nicht passen. Und wenn ja, kriegen wir es nie wieder raus. Oh. Guck mal, da ist es fast komplett bedeckt. So, also wir machen das jetzt so, wie es vorgesehen ist in der Zubereitungsanweisung. Es ist also kein Befehl, es ist eine Anweisung. Die Gerichte können ohne Nährwertverlust und wesentlichen Einbußen im Geschmack auch kalt verzehrt werden. Wo kein Geschmack ist, kann man keinen einbüßen. Ach siehste, und öffnen der Behälter mit einem Messer oder einem anderen scharfen Gegenstand den Deckel ein- bzw. herausschneiden. Das ist gar nicht dafür vorgesehen, dass man das öffnet an der Lasche. Mhm. Was macht man dann aber, wenn man kein Messer hat? Was hat man? Hat man bei der Bundeswehr? Gibt es ein Bundeswehrmesser? Natürlich, normale Taschenmesser. Ach, es gibt ein Taschenmesser. Ja, also würde ich meine normale Uniform anhaben, ich hätte es immer in der Beintasche. Wollen wir schon mal die Nachspeise vorziehen? Ja, wir haben ja jetzt gerade zu Mittag gegessen. Ja. Und jetzt die Nachspeise, Grießspeise. Die Grießspeise, da gab es noch. Gibt es noch was anderes? Obstsalat. Obstsalat. Da gibt es nur die zwei, oder? Ich kenne nur die zwei, ja. Gucken wir hier. Das könnte vielleicht auch am Alter liegen. Ja, man soll es ja auch mit einem Messer aufschneiden und nicht hier abziehen. Ja, das ist vollkommen falsch. Muss die so aussehen? Ja. Echt? Ja. So gelblich? Ja, das ist ja fies. Also, schmeckt in der Regel. Das ist hier, das ist so frisch, da läuft noch der Saft raus. Das ist aber tatsächlich normal. Also das ist hier mit Rosinen. Iss mal. Okay, mein Vorkoster. Aber es ist relativ viel Frucht drin, oder? Ja. Also, ich würde mal sagen Mandarine, Rosinen und Rhabarber. Wobei ich denke, wenn es 5 Jahre weniger alt wäre, würde es noch ein bisschen besser schmecken. Aber ist noch genießbar. Ich habe jetzt hier einen Beutel für Müll geholt. Alle anderen hatten das tatsächlich jetzt immer drin. Ja, irgendwie war das immer enthalten. Hier tatsächlich nicht. Ja, dann muss man das noch selber machen. Muss man zum Spieß gehen und einen Antrag stellen, dass man Müllbeutel kriegt. Vermutlich. Man muss ja sagen, im echten Einsatzfall, da spielt ja so Umweltschutz ja eine untergeordnete Rolle. Muss man ja nun mal so sagen. Und da vergräbt man das Zeug einfach. Ja. Es köchelt gerade noch so. Ich denke, wir gucken jetzt einfach mal rein. Auch wenn es lauwarm ist. Es stand ja drinne, ohne Einbußen von Geschmack kann es auch kalt verzehrt werden. Das Wasser ist auf jeden Fall sehr warm. Also das wird jetzt, könnte man jetzt natürlich, wenn man es jetzt sinnvoll gemacht hätte, hätte man jetzt hier das Ding rausnehmen können und mit dem heißen Wasser einfach seinen Tee, seinen Kaffee, was auch immer machen können. Wir haben ja vor uns hier ein bisschen das schön vorweg. Oder warmes Exotic. Gib dir das mal. Oder, oh, schön warm. Oder warme Grapefruit. Wie sieht das denn aus? Ah. Warum ist denn das leuchtend grün? Das ist schön warm hier, Taschenwärmer.
Ja, also das sieht natürlich sehr lecker aus. dieses Giftgrüne hier. Und der Reis. Ja. Im Block. Weißt du, was mich das erinnert an dieses russische hier? Kaschka? Nee. Kaschka, ja, Kascha. Das sah so ähnlich aus. Das war auch so ein Block. Es ist auch nicht wirklich warm. Nee, dafür, dass das Wasser so warm war und ja. Ist eigentlich kaum irgendwie Hitze dort angekommen. Ja, also es ist maximal lauwarm. Hm. Maximal. Leicht, ich mein, leicht es ist halt nicht kalt. Ja, es ist leicht über Umgebungstemperatur. Ja. Also, es schmeckt, es ist okay, schmeckt jetzt nicht schlecht, aber es ist sehr trocken. Ja, es ist sehr trocken. Ja. Weißt du, was ich hier fast anbieten würde? Das direkt aufzumachen und ins Wasser reinzutun? Das rausmachen, ins Kochgeschirr, einen kleinen Schluck Wasser rein und dann unterrühren, erhitzen. Da kommst du wahrscheinlich besser. Also das Fleisch schmeckt erstaunlicherweise recht gut. Es schmeckt nicht wie eine billig. Es ist gut gewürzt, das Ganze. Es ist halt hier indische Reispfanne, hier ist halt lauter Curry dran und irgendwas. Deshalb ist es auch so. Es ist aber nicht überwürzt. Eingefärbt, nö, kann man machen. Jetzt sind wir aber natürlich an dem Punkt angekommen. Wir sind jetzt einmal durch. Wo platzieren wir das Ding? Polnisches Eber war ganz oben. Polnisches war ganz oben, direkt dahinter das Russische. Und danach das Französische. Also ich sehe es relativ weit oben. Es hat eine gute Mischung. Es ist alles dabei für den ganzen Tag, das ist das Gute. Negativ ist jetzt gerade in diesem Fall dreimal dieselbe Sorte Fleischwurst. Denn hast du keinen Beutel, keinen Müllbeutel. Naja, das ist ja relativ... Nee, tatsächlich, das muss ich sagen, das wäre wirklich was Sinnvolles. Ein Beutel, den man zuknoten kann. Ja, und den ganzen Müll rein. Das ist das Einzige, was man wieder verschließen kann. Überleg mal, das Polnische, da konntest du ja alles wieder zumachen. Ja. Das ist hier plus bei dem Brot der Fall. Die Kekse, wenn die einmal offen sind, kannst du ja irgendwie wieder einwickeln oder so. Aber na gut, die Wurst ist halt dafür klein gehalten. Man muss, vielleicht ist das jetzt auch ein Nachteil, wobei das ist ja in der deutschen Bundeswehr entsprechend gelöst. Man hat wieder Essbit dabei. Papiertücher hast du noch. Ja. Und natürlich hier das Erfrischungstüchlein zum Händeabwischen. Das können wir ja direkt mal probieren. Guck mal auch mal rein. Es ist wahrscheinlich hier ein stinknormal. Es ist nur eins. Und es ist halt auch, wir haben ja mehrere Mahlzeiten. Für 24 Stunden ein Erfrischungstuch. Tja, da muss mehr kacken dürft ihr nicht gehen. Dann müsst ihr euch genau überlegen. Ich überlasse dir die Ehre, dich zu erfrischen. Aber riech mal. Boah, das riecht ja wie Krankenhaus. Ja, also das ist auch desinfiziert, würde ich sagen. 60% Isopropanol-Alkohol. Also es ist auch... Zeig nochmal. Jetzt will ich es wissen. Wie gut brennt das? Wäre das ein guter Firestarter für einen Notfall? Gar nicht mal so gut. Scheiße, brennt gar nicht. Oh, das wird langsam schwierig, noch ein Feuer damit anzuzünden. Hart an der Grenze. So. Also ich sehe es hinter dem Polnischen, hinter dem Russischen, ja, irgendwo dort. Das denke ich auch. Wie gesagt, es ist gut, dass es für den ganzen Tag ist und es ist auch relativ viel Auswahl für den ganzen Tag. Ja, kompakt, muss man sagen. Genau. Kompakt, auch vom Gewicht her. Das Polnische immer noch unangefochten an der Stelle. Ja. Gut. Das war's auch an dieser Stelle. Haben wir alles. Ich hoffe, wir konnten euch einen kleinen Einblick in die deutsche Einmannpackung geben. Habt mal gesehen, was hier von Quatsch drin ist. Das war jetzt Typ 1. Wie viele Typen gibt es eigentlich? Mehrere. Wenn ihr noch Fragen zu solchen Quatsch habt, dann könnt ihr die gerne hier drunter schreiben. Er wird sie beantworten. Weil du bist der Fachmann dazu. Genau. Ansonsten bedanken wir uns an der Stelle natürlich fürs Zuschauen, für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr wollt, dass ihr weiterhin sowas macht, besorgt uns ruhig von anderen Nationen sowas. Aber möglichst welche, die wir noch nicht hatten. Ja. So, macht's gut.